euch willkommen zum nächsten Let's Play von League of Legends. Ich spiele Vi und 2 im Jungle. Mit dabei haben wir 3 Premates, die ich allesamt nicht gut kenne. Den Shadow Blue, den habe ich gerade eben kennengelernt. Der spielt Karma als Support of the Botlane mit Dragonslayer 3333 als Twitch AD Carry. Und wir haben nochmal Estro Crypto mit Irelia auf der Toplane. Und dann noch ein Random Zed auf der Midlane. Ich gehe in den Jungle, ich kaufe mir jetzt erstmal Items und ab zu meinen Blue Buffs. 1, 2, 22, 23, 24, 25. So. Gegnerteam hat Taric und Sivi auf der Botlane. Sivi hat Erschöpfen dabei, okay, gut. Marseille im Jungle, Nase auf der Toplane und Six Mitte. Das heißt, ich werde First Gank Toplane machen, damit der Nasus hoffentlich so wenig wie möglich Farm bekommt. Und ja, bei weiter im Jungle, ich weiß nicht genau, ob ich die E oder die W skillen soll. Die W ist halt besser für sozusagen Auto-Attacks, da machen wir dann prozentualen Schaden. Wir crushen die Rüstung von dem Gegner bei jedem dritten Auto-Attack. Und die E, da haben wir so ein Power-Fist, da sieht man da die Range? Nein, sieht man nicht, schade. Okay, da, wenn sie halt einen Gegner schlägt, dann kommt so eine... Halt mal die Fresse, Twitch. Dann kommt da so eine Schockwelle hinten raus, die macht dann noch an Gegnern dahinter Schaden. Und, die Q würde ich gerne nicht am Anfang scannen, weil... Oh mein Gott. So, jetzt ist es schon besser. Ich glaube, ich werde am Anfang mal die E skillen. Die kann ich euch dann gleich zeigen. Die hat 2 Aufladungen, also man kann das 2-mal machen. Oh Mann, das fuckt da. Okay, zum Glück kein Invade, zumindest noch nicht. Da seht ihr die E, das war... So, jetzt kann ich nochmal aktivieren. Dankeschön für den Pull. Das war ein Fail-Smite, also aber egal. So. Oh, ein Minion wurde gestealt, aber ist egal. Als zweites mache ich mal die W, damit wir die Gegner crunchen. Das kann ich jetzt auch nochmal zeigen, wenn da, ihr seht schon, beim dritten, dann kommt da so ein Rüstung, zerbrochen Zeichen und dann macht das nochmal extra Damage, weil halt die Rüstung kaputt ist. Ich weiß gar nicht, wie viel das dann cruncht, aber es ist relativ viel. Ist auch stark gegen Tanks, deswegen... ist das im Late Game dann übelst stark. Wir können eigentlich mit der Kuh weitermachen. Die Kuh ist so ein Rambock, also ich zeig die gleich, wenn ich die habe. Warum mache ich eigentlich gerade Geister? Ich könnte eigentlich gleich zu Red Buff, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall nicht smiten. Nicht smiten. Das ist mir immer mein häufigster Fehler, dass ich einfach so smite, weil ich denke, ach ja, ich kann's ja, ich mach das jetzt. Aber das ist dann nicht ganz so gut, weil dann man dann für Red Buff nicht den Smite hat, der um einiges mehr Damage macht. Okay, ich guck jetzt mal hier lieber, nicht, dass ich invaded werde vom Master Yi. Die Kuh dürfen wir jetzt danach haben. After Red Buff Top Gank. So, jetzt haben wir die Kuh. Die können wir, wenn wir die aktivieren, also ich, man muss die dann halten und dann lädt sich Vi sozusagen auf und dann, Nasus mit Flash und Ignite. Komisch, guck hier, ich lade es auf und dann... Oh, ich dachte eigentlich... Oh, okay, Flash draußen. Okay, Flash draußen. Flash out. Aber eigentlich könnte ich gleich nochmal ganken. Jetzt. Nein! Nein, komm. Okay, gut, das war jetzt ein bisschen scheiße, auch von mir. Sorry. War nicht schnell genug. Oh, war endschnell genug, okay. Ihr habt ja gerade schon gesehen, die Kuh, die werde ich jetzt auch nochmal machen, hier so. Kuh, aufladen und dann... Toll. Das hat jetzt gar nichts gebracht, okay. Normalerweise sollte man dann auch noch einen Gegner treffen, aber das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Jungle. Die Midlane verkackt nicht, das ist gut. Die Botlane ist eigentlich auch ziemlich am... Oh ja,
Da war gerade sogar das Heal. Von Tarik. Ja. Nein. Hä? Ach. Ah, okay, gut, dann muss es der Tarik-Heal sein, der seine. Warte, wer was ins Bett? Kuhne, ja genau. Kuh. Okay. Ich komme nochmal Top Lane, weil Nasus muss auf jeden Fall am Stacken gehindert werden. Der hat nur 24, das ist gut. Hallo. Ich bin hier. Okay, gut. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen low gemacht. Ich dachte eigentlich, dass Irelia dann noch mit drauf geht, aber nö. Okay. Auch in Ordnung. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Okay, ich glaube, er hat jetzt hier gewardet. Wenn ja, ich probiere das einfach mal aus. Komm. Nice. Good job. Und ich kann wieder in meinen Jungle gehen. Oh, da ist auch noch der Masi. Nein, schade, den kriegen wir nicht. Ich skill eigentlich meine E und meine Q am Anfang die ganze Zeit hoch. Weil eben die E. Die E, ja, macht halt eigentlich relativ viel Schaden. Ist auch im Jungle sehr, sehr gut zum Clearen. Aber die Q ist halt sehr gut zum Ganken. Und wenn die weniger Cooldown hat und mehr Schaden macht, ist das natürlich auch sehr gut. Die Botline hat einen Kill gemacht. Good job, Bot. Ist immer gut, wenn man das Team motiviert, weil wenn man so schreibt, so, ist dir scheißegal oder gar nicht schreibt, dann ist es so, ja, okay, Kill gemacht. Aber, ja, ich mache da gerne so schreiben, so, ja, hey, super gemacht. Ja, das motiviert einfach mehr das Team, sozusagen mehr Kills zu machen. Und momentan steht es 3-1, das finde ich ganz in Ordnung. Top Lane werde ich gleich nochmal ganken, Level 6. Top Gank. Es ist einfach so, selbst wenn die dann sagen, okay, das war ein Babysit, aber es ist mir egal, weil, Nasus muss am Farmen gehindert werden. Und wenn man das nicht alleine schafft, weil Irelia ist ziemlich schwer gegen Nasus, das weiß ich. Okay, im Startgame dürfte Irelia eigentlich gewinnen, aber, zumindest dann später im Late-Game, da hat Irelia einfach keine Chance mehr. Und das will ich einfach verhindern. Okay, das war schon wieder ein Fail-Smite. Ich sollte eigentlich mal mehr auf meinen Smite achten, um dann. Ja, Dingsrums zu machen. Halt, perfekt zu smiten. Bot braucht hier Hilfe. Okay, ich denke mal nicht, dass die Hilfe brauchen. Ich komm. Top. Nicht pushen, Irelia. Nicht pushen, nicht pushen. Ich kann noch Ulti machen. Ult ab. Ich könnte Lane Gank machen. Okay, nein, kann ich nicht. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, ob hier gewardet ist. Hier! Kill! Kommt, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Good job, nein, ich schreibe nicht good job, ich schreibe nice. Es ist scheiße, wenn man die ganze Zeit Good Job schreibt. Und ab zu meinem Wrap-Up. Also die Runde, die läuft eigentlich relativ gut. 1-0-2. Nasus wird am Farmen gehindert. Er hat 35 zu 34. Okay, gut. Jetzt kann aber wenigstens die Irelia ein bisschen farmen. Meister Gank, okay. On my way. Ich schreibe normalerweise nie on my way, aber... Ja, ich babysitte halt gerade die Top 9, okay. Ja, das Problem ist halt, ein 6 zu ganken. Ist ziemlich schwer, da ist gerade mein Hund. Oh, cool, wer klingelt jetzt? Komm, komm, komm. Kannst du Ulti machen? Okay, gut, das war gut. Ich glaube, ich muss mal an die Tür gehen. Oder wartet mal kurz, ich guck mal kurz am Fenster.
Und ich bin wieder da. Ich muss das kurz öffnen. Okay, oh, jetzt bin ich hier hingelaufen. Okay, gut. Nach Wölfenbot. Okay, ich hoffe, mein Mikrofon sitzt jetzt noch so wie vorher. Ich dachte, ich soll ganken kommen. Mache ich aber. Ult 5 Sekunden. Komm, stand ihn! Komm! Schön! Okay, nein, da müssen wir jetzt aufpassen. Aber egal, wir haben schon wieder ein Kill gemacht. Die Water. Clear. Bitteschön. Nimm sie schon. Kannst du ruhig nehmen. Okay, Ulti habe ich jetzt zwar auf Tari gemacht, aber ist ja eigentlich egal. Oh, Toplane, komm. Der stirbt noch. Oh, schade, schade, schade. Komme gleich nochmal. Top. Ja, das ist halt Nasus und, Nasus Ulti ist einfach krass, also auch zum Diven. Scheiße, sorry. Ja, kann doch jedem mal passieren. Okay, so, jetzt ist mein Mikrofon wieder. Ich gehe jetzt erstmal weg und ich gehe auf Trinity, wegen halt, wenn ich einen Gegner hitte, bekomme ich extra Movement Speed. Das ist sehr, sehr hilfreich auf Vi und ich kaufe jetzt das erstmal. Ich kaufe Chalice. Chalice? Okay. Könnte sein, dass es irgendein Item ist, was ich gerade, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Das Item nicht weiß, ja klar. Level 8 bin ich. Ich stehe eigentlich im Durchschnitt. So. Hier müssen wir jetzt halt aufpassen. Aber Nasus dürfte eigentlich keine Ulti haben. Na, wo ist die Ward? Stun. Ihn. Komm! Scheiße, ja, das Problem ist halt. Nein. So, geht doch. Good job. Ich wollte eigentlich gerade flashen, aber es war ja dann doch nicht nötig. Es war jetzt natürlich schade, dass meine Kuh nicht getroffen hat. Wir könnten jetzt eigentlich seinen Tower ein bisschen anhitten. Weil das wäre schon gut, wenn Irelia ein bisschen Tower-Vorteil hat, so nenne ich das jetzt mal. Na, Nasus ist schon wieder da. Okay, gut, da müssen wir uns aufpassen. Nein! Scheiße, ich komme nicht dran. Good job, nice. Okay, mein Fail Flash war jetzt aber. Nein! Nein. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Also, okay, da, mein Fail Flash war jetzt nicht so gut, aber ist ja egal. Wir sind beide weggekommen. Wir müssen dann halt den Tower deffen. Weil, sonst wird der ziemlich da angehittet. Von Nasus. Und ich glaube, die. Haben die viel AP? Na, die haben 6 und so. Ich glaube, ich kaufe mir dann. Nee, wartet. Ich glaube, ich kaufe mir sogar mal die Schnelligkeitsboot, die 675er hier. Erstmal ein bisschen so. Und ab zu meinem Blue Buff, nicht dass hier genommen wird. Ja, jetzt ist halt das Problem. Nasus Q. 99 Stacks, okay. Aber wir haben ihn schon relativ gut am Stacken gehindert. Blue, Red, then Top. So. Blue Buff. Gut, der ist noch da. Dann weiter die Q hochskillen und danach die E.
Good job, Top Lane. Oh, was war der? Ach so, ja. Ah, Zed ist Gang gekommen. Das ist sehr gut. Hat Zed jetzt Ulti gemacht? Ich weiß es gar nicht. Und warum ich mir auch Trinity kaufe, ist einfach wegen dem Attack Speed. Das seht ihr ja schon. Ich habe jetzt normal 1,1 Attack Speed. Warte, wo bekomme ich hier nochmal Attack Speed? Ach ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Da bekommen wir nochmal Attack Speed. Okay, gut. Also, Toplane muss ich jetzt erstmal nicht ganken. Ach du meine Fresse. So, Rapper. Gut, da hat der gerade gemacht. Ich komme dann da nochmal hin, weil da war ja der Master Yi. Master Yi. Komm mal. Fünf Sek Ult. Ist jetzt eigentlich auch nicht mehr richtig, aber ist ja egal. Okay, gut, hier ist kein Master Yi. Ich komme von hier. Nicht so aggressiv drauf. Oh, Flash draußen, okay. Flash draußen. Bin ich auch mit einverstanden, nur so. Okay, gut, da ist eine Ward. Und Nasus ist... Ah, das war... Oh, nein. Ich möchte eigentlich die Ward attackieren, okay. Ja. Ja, die Ward habe ich jetzt leider nicht bekommen. Oh. Geh weg. Oh nein. Hilfa. Oh, oh, da sind noch Teamkollegen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Renn. Ich komme hier noch weg, ich habe noch meine Kuh. Twitch. Bitte, komm da weg. Wann hat denn der seine Kuh wieder? Jetzt! Das sieht nicht gut aus. Oh, Zed kommt da, Zed kommt da. Oh, oh, schöne Ulti. Der ist tot. Der ist nicht tot. What the fuck, ey. Oh nein. Ich muss weggehen. Ja, es ist jetzt irgendwie ein bisschen scheiße jetzt. Weil wir verlieren hier gerade ziemlich viele Leute. Wo ist Master Yi? Der war doch hier irgendwo. English, please. Ja, okay. Das war jetzt halt ein bisschen scheiße. Weil wir waren halt gesplittet und konnten da nicht viel machen. Gegner haben da jetzt ein paar Kills bekommen. Ah, ich kann mir Trinity Force kaufen. Das ist sehr gut. Schuhe werden als nächstes kommen. Wegen einfach Schnelligkeit. Ja, weil, naja, der macht ein bisschen AP-Schaden. Die macht AD und AP. Ja, da kaufe ich mir lieber die Schnelligkeitsboots. Weil ich mag irgendwie die Ninja-Tabis nicht so auf Reihe. Obwohl sie eigentlich relativ stark sind. Aber trotzdem. Ja. Coming it. Got ult. Okay, gut. Da ist jetzt ein bisschen schwer zu ganken. Ich komme auf die Topline. Okay, gut. Und so langsam gewinnt die Irelia. Wo ist sie? Na, ja, das ist das Problem. Ich kann nicht ganken. Pass auf, pass auf. So. Oh, Legendary, nice.
Hilfe! Okay, gut, ja, farm lieber. Farm lieber. Ja, ist ein bisschen besser. Ich kläre ja immer ein bisschen vor Master hier den Jungle. Sofern er jetzt hier nicht kommt. Oh, cool, nein. Six Steals mehr, das ist ja geil. Oh. Alter, Six, du fuckst jetzt so langsam ab. Wo ist denn der? Da. So, ich geh jetzt hier weg. Please care. Helft mir hier bitte, eure Botlane ist hier unten. Ja, schön, komm. Schön, komm. Komm. Schön, oh. Nice. Richtig schön. Nice, okay. Also, es war gut, die Runde aufzunehmen, weil eigentlich hatte ich nicht gedacht, dass ich aufnehme. Also, ich wollte es eigentlich nicht, aber da habe ich mir gedacht, okay, gut. Neue Premates, mit denen ich spielen kann. Nehme ich einfach mal so zum Spaß auf. Und es geht bei ihr 309. Okay, der Farm ist jetzt natürlich richtig scheiße, aber mein Score gleicht es ja eigentlich aus. Ja. Und ich geh jetzt erstmal weg. Und die Ulti habe ich eigentlich noch gar nicht erklärt. Die Ulti, da kann ich ein Ziel auswählen. Habt ihr auch bestimmt auch richtig oft schon gesehen. Ich wähle ein Ziel aus. Geh da hin, mach an dem Schaden, wirf den hoch und prall ihn sozusagen auf den Gegner, auf den Boden auf. Das kaufe ich mir als nächstes 617. Okay, gut, das kann ich mir noch nicht kaufen. Dann gehe ich mal lieber auf Midlane. Helfen mit Master Yi. Dann steht 241. Hatte halt ein bisschen mehr Farm als ich. Okay, muss ich ein bisschen mehr Farm. Und Toplane defen, weil ich denke mal, der Nasus. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht zu laut, dieses komische Geräusch. Weil bei uns wird gerade noch ein bisschen renoviert. Und das, keine Ahnung, was das ist. Schön, da wurde erstmal ein Tower weggeholt. Alter, was ist das? Ah, ja. Jetzt. Okay, gut, das ist weg. Ich kann eigentlich mal auf die Botlane gehen. Die Sivir, die hat 200. Na, okay, ich habe aber Ulti, das heißt, eigentlich müsste ich die bekommen. Außer natürlich, sie hat Ober-Pro-Skills. Oh. Hallo. Scheiße. Tja. Never mess with a Y. Oh, Shutdown, schade. Da wurde gerade die Irelia weggeholt, okay. Das ist nicht gut. Aber ihr seht schon, Y ist ziemlich stark. Er ist recht gegen Tanks. Also ihr habt schon gesehen, Taric. Oh, die haben aufgegeben. Taric, jeder dritte Autotech hat dem richtig viel gezogen. Zwar hatte er viel Rüstung, aber es bringt ihm einfach gar nichts. Victory, das ist schön. Okay. Also, es war eine nette Runde. Auch mit neuen Premates. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Tschüssi!